So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal geht es, wie ihr schon sehen könnt, wieder um einen Speed Comparison. Diesmal geht es um das BlackBerry Key 2 auf der linken Seite und das Sony Xperia X mit Selfish S auf der rechten Seite. Das könnte ziemlich interessant sein für die Leute, die Selfish S mögen und die vielleicht auch BlackBerry mögen oder die auf jeden Fall mal wissen möchten, was schneller läuft. Ist natürlich ein bisschen unfairer Vergleich, hier läuft Selfish S drauf, hier läuft Android drauf. Aber wir wollen nichtsdestotrotz mal einfach anfangen. Ich meine, hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen was die Helligkeit runterschrauben, damit das Ganze nicht zu hell wirkt. So, fangen wir an mit dem Browser. Hier habe ich Chrome als Browser, hier habe ich Browser als Browser, den Selfish Browser. 1, 2, 3. Ihr seht ja, linke Seite schneller, rechte Seite deutlich langsamer. Was das Öffnen des Webbrowsers angeht. Tolle Sache ist, der lädt im Hintergrund einfach weiter und es ist eine echte Anwendung, Multitasking-Anwendung im Gegensatz zu hier, wo hier nichts mehr weiterläuft. So, was machen wir als nächstes? Machen wir mal die Twitter-Anwendung. Die habe ich hier auch irgendwo versteckt und hier habe ich auch eine Twitter-Anwendung. Das ist natürlich jetzt hier keine native Twitter, keine offizielle Twitter-Anwendung, sondern eine native, aber eine andere Anwendung. 1, 2, 3. Und da sehen wir linke Seite schneller als rechte Seite. Lädt aber im Grunde genommen, sollte im Grunde genommen die gleichen Tweets laden. Ja. So, weiter im Programm. Datei, 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 Dateimanager eventuell. Hier habe ich den Ghost Commander. Und was kann man hier für einen Dateimanager laden? Filecase beispielsweise. 1, 2, 3. Sehen wir linke Seite schneller als rechte Seite. Kein großer Unterschied jetzt, aber Animationen sind natürlich auch ein bisschen was anders, aber trotzdem ein Unterschied. Ja, was haben wir noch? Was können wir noch laden, was ziemlich einfach und schnell gehen könnte? Wir können natürlich die Stores auch laden, wobei Play Store und der Yola Store sich, naja, machen wir einfach mal. 1, 2, 3. Und da sehen wir linke Seite sofort geladen, rechte Seite deutlich langsamer geladen. Und jetzt braucht es sowieso noch wegen der Internetverbindung deutlich länger zum Laden. So, machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Wir können natürlich noch einfache Anwendungen wie zum Beispiel den Taschenrechner starten. 1, 2, 3. Und da sehen wir linke Seite schneller als auf die rechten Seite. Und hier startet er mit, weil ich das erste Mal wahrscheinlich diesen Taschenrechner benutzt habe. Ein bisschen was langsamer. So, was haben wir noch? Wir können natürlich auch mal einen Vergleich wagen, was passiert, wenn ich hier einfach mal, was kann man noch vergleichen? Reddit lade, hier der native Client, hier der native Client für Service.js. 1, 2, 3. Und da sehen wir links auch wieder schneller als rechts. Dürfte auch kein großer Unterschied sein, was oder keine große Verwunderung sein. Hier steckt Snapdragon 650 drin, hier steckt der 660er drin. Jetzt könnte man meinen, das wäre vielleicht der Nachfolger davon. Nicht so wirklich. Das ist also hier der 650er ist schon, glaube ich, zwei Modelle älter als der 660er, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Und das merkt man in Sachen Geschwindigkeit auch so ein bisschen. Hier hat man halt die Little Big Architektur und ich glaube, es sind vier Kerne oder so. Und hier sind es auch, glaube ich, 8 Kerne. Und hier haben wir auch nur, glaube ich, 3 oder 4 GB Arbeitsspeicher. Haben wir auf jeden Fall 6 GB Arbeitsspeicher. Macht aber nichts für die Anwendung. Ihr seht hier, die Anwendungen, die hier in den Kacheln sind, die laufen auch alle. Das kann ich euch schon mal garantieren. So, damit ihr nicht meint, mir gehen die Anwendungen auf Selfish.js aus. DB Navigator versus Fahrplan, was die native App für auch Navigation in Ticketsystemen, wie heißen sie, in öffentlich Personennahverkehr angeht und so weiter und Zügen angeht vor allen Dingen. 1, 2, 3. Und hier sehen wir erster Gewinn, glaube ich, für Selfish.js. Die Animation war was länger, aber hat hier deutlich schneller geladen. Also das heißt deutlich schneller. Es hat ein bisschen Ticken schneller geladen als die DB-App. Machen wir mal weiter im Programm. Was können wir denn noch für Geschichten laden? Haben wir noch irgendwas in Social Media, was man laden kann? Tutor versus Tasky. Beides Mastodon-Clients. 1, 2, 3.
Und wir sehen linke Seite schneller als die rechte Seite. Also auch nicht verwunderlich. Ist jetzt die rechte Seite deutlich langsamer als die linke Seite im Alltag, wenn man das mal so benutzt? Na, nicht deutlich. Es ist schon ein bisschen langsamer. Ich habe ja Videos gemacht mit dem Key One verglichen und auch mit dem Umidigi Z2 verglichen. Die Selfish OS Variante hier mit dem Xperia X ist schon auch ein bisschen einen Ticken langsamer als die beiden. Gefühlt zumindest. Testen müsste ich das mal, aber auf jeden Fall langsamer als das Key One sollte es sein, das Umidigi Z2. Weiß ich nicht, müsste ich mal testen. Vielleicht mache ich dann noch ein englischsprachiges Video, weil viele Leute interessieren sich ja auch dafür. Machen wir mal weiter. Also Selfish S-Leute, die meistens englischsprachig sind, da macht es halt Sinn, die Leute englischsprachig anzusprechen. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier, was wir ausprobieren können? In Sachen Apps, Kali Connect beispielsweise. Das wäre eine interessante Geschichte, mal auszuprobieren, weil ich hier, das ist eine Android-App auf Selfish S mit Elian Dalvik. Und wenn ich tippen könnte, hätte ich auch das Richtige getippt. 1, 2, 3. Hier sofort geladen. Hier braucht es eine Sekunde, aber sie sehen sich auch beide. Das heißt, das ist auch wieder in Ordnung. Und jetzt in dem Fall tatsächlich eine Android-App geladen. Da seht ihr auch, wie schnell auf dem Xperia X auch die Android-Apps laden. Was könnten wir noch vergleichen? Das ist halt immer so zwischen den zwei Systemen, wenn die dann unterschiedliche Betriebssysteme haben. Ist es immer schwer, so einen Vergleich zu ziehen. Wall Heaven beispielsweise, auch wieder eine Android-App hier. 1, 2, 3. Und auf der linken Seite schneller geladen als auf der rechten Seite. Jetzt laden sie noch die Wallpaper runter. Seht ihr jetzt hier, das hängt von der Internetverbindung ab. Auf der rechten Seite jetzt die Wallpaper schneller angefangen zu laden als auf der linken Seite. Aber keine große Verwunderung, das hängt also vom Internet ab. So, was können wir noch starten? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gehen so langsam die Ideen aus, was man noch, VLC könnte man noch gegen Medien antreten lassen, 1, 2 und 3. Und dann sehen wir, VLC lädt schneller. Hier braucht es nicht sehr lange zum Laden, aber es braucht ein bisschen was länger, um die Titel dann auch noch einzulesen. Aber wir sehen, hier ist er auch noch am Indexieren, der Titel. Und hier hat er es abgeschlossen. Also, vielleicht einen kleinen Vorteil hier, aber im Grunde genommen kann man beide sehr schnell benutzen. Das ist also kein großer Unterschied, was das angeht. Haben wir noch ein paar Programme, die wir ausprobieren könnten? Shazam sehe ich hier gerade. Zwar auch wieder eine Android-App hier, also keine native App. Und ihr wisst natürlich, das läuft dann über Elian Dalvik, so eine Simulationsgeschichte unter Selfish S. Das wäre natürlich ein bisschen erstaunlich, wenn das hier schneller laufen würde als auf einem nativen Android. Wobei das hier sogar nur Android 4.4 simuliert und das hier ja natürlich ein Android 8.1 ist. Ich finde gerade Shazam nicht, das müsste hier drin sein. 1, 2 und 3. Da seht ihr hier deutlicher Abstand, deutlich schneller als hier. So, dann sind wir jetzt auch schon durch, glaube ich, mit dem Speed-Test. Ist klar, die Anwendungen sind alle weiterhin geöffnet. Chrome und Webbrowser hier, beide geöffnet. Hier sind im Grunde genommen alle Anwendungen, die ihr hier seht, in Kacheln, sie sind geöffnet. Das heißt, wie viel haben wir jetzt hier? 3x4, 12 Anwendungen. Hier genauso viele Anwendungen und nun müsste ich nur die Android-Anwendungen testen, weil die laden nicht neu. Wenn sie neu laden würden, dann würde man das auf der Kachel sehen, dann werden sie nämlich ausgeblendet. Das ist nicht ausgeblendet, sondern das ist einfach nur, das ist eingeblendet. Das heißt, Selfish S geht ein bisschen was sparsamer mit Arbeitsspeicher oben, hat auch komplett andere Anwendungen, deshalb die Anwendungen sind alle klitzeklein. Also es ist schwer, Anwendungen zu finden, die über 10 Megabyte werden bei Selfish S, außer es sind Spiele. Dann natürlich schon, aber bei Android ist es schon schwer, Anwendungen zu finden, die unter 10 Megabyte sind in der Größe. Nun ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Leute, die sich dafür interessieren, denen gefällt es jetzt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.